Hallo Reptilienfreunde und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wie ihr im Titel schon gelesen habt, ist heute ein trauriges Video. Ja, das Projekt Raptor ist gestorben. Ja, wie es dazu kam und warum das so passiert ist, seht ihr jetzt im Video. Ja, hallo nochmal, liebe Reptilienfreunde. Ich bin Sven, hier ist Woody. Der Kameramann Even ist heute mal nicht dabei. Der muss Homeschooling machen. Ja, das ist nicht so dramatisch, wie es eben ist. Das Projekt Raptor. Die Leute, die meinen Kanal verfolgen, wissen, was ich damit meine. Natürlich geht der Terrarienbau weiter. Das Projekt Raptor bezieht sich auf meine Beschichtung oder mein Vorhaben, meine Rückwände mit diesem Material zu beschichten. Da gibt es ein Video zu. Klickt gerne unten in meine Playlist. Da findet ihr das Video. Ja, was hatte ich vorgehabt? Dieses Material, ne? Schauen wir mal ganz kurz rum. Dieses Material nutze ich schon seit vielen Jahren, um solch Offroad-Fahrzeuge zu bauen und zu beschichten. Ne, sowohl außen als auch innen. Ne, das ist ohne Probleme machbar. Hier, man sieht hier so diese Strukturen. Ja, das war so der Plan. Ich verschwinde, komme gleich mal wieder rum. Ja, diese Fahrzeuge, wie gesagt, baue ich schon seit Jahren und da kam mir die Idee, auch mein Terrarium und meine Rückwände hier mit zu beschichten. In dem Video habt ihr ja gesehen, habe ich schon mal so einen Teststein gemacht. Das ist natürlich in jeglicher Farbe machbar. Aber warum mache ich das jetzt nicht mehr? Warum erkläre ich das Projekt Raptor für gescheitert? Hat zwei oder drei Gründe. Grund 1 war, ich musste sowieso meine Rückwände vorher mit Epoxid beschichten, um da eine Sperrschicht reinzubekommen. Und da habe ich grandioserweise erstmal so viel Epoxid bestellt, weil ich nicht wusste, wie ergiebig das war, dass ich das Material über hatte. Und ich das Material oder das Epoxidharz genauso wie das Raptor-Zeug mit verschiedenen Farben und Pigmenten, die es dazu gibt, einfärben konnte. Somit war ich eigentlich bei dem gleichen Ergebnis. Das bedeutet, ich konnte hier darauf verzichten. Das Ergebnis ist das gleiche. Klar, hiermit wäre es viel, viel schneller gegangen. Ne? Mit diesem Material, das wird mit der Sprühdose aufgebracht, wäre ich in einer Stunde fertig gewesen. So war es echt, ich sage jetzt mal, eine Tagegeschichte. Aber mich hetzt hier ja nichts. Aber auch einer, oder wenn nicht sogar der wichtigste Grund, warum ich mich entschieden habe, war damals ein Facebook-Eintrag, den ich bekommen habe, wo ich das vorgestellt habe. Und da schrieb jemand, ja, kurz mal warten, da kommt ein Auto vorbeigeflitzt. Jawohl. Da schrieb jemand, ja, obwohl, wie gesagt, ich hatte mich ja mit der Firma abgesprochen, das ist im Tierbereich einsetzbar, es wird auch oft schon gemacht, das ist nichts Unbekanntes. Aber der schrieb, Mensch des Kindes, warum so viel Chemie einsetzen, wenn es erstens auch ohne geht, weil wer will schon genau hinterher sagen, ob das Tier in 10 Jahren dann nicht doch an Krebs gestorben ist. Und das hat mir so die ganze Zeit ein Bauchgefühl gegeben, was ich gesagt habe, Mensch, wer weiß, wer kann das schon genau sagen, also habe ich mich gegen dieses Projekt entschieden und habe ja das Ganze mit Epoxid verarbeitet. Ja, das ist sicherlich auch ein Chemieprodukt, aber ja nun schon mehrfach oder wird andauernd eingesetzt. Ja, das ist das halbe Geheimnis. Jetzt lasst uns mal wieder nach Hause springen. Da zeige ich euch, wie ich das gebaut habe. Ja, und dann sage ich viel Spaß beim Video. So, was haben wir heute vor? Ich werde das Ganze jetzt erstmal, hier ist es schon aufgebaut, die Platten erstmal das erste Mal mit Epoxid mit einer Grundbeschichtung machen, einmal übermalen. Ja, dafür habe ich ein Epoxidharz, was für Terrarien und Aquarien geeignet ist, lösungsmittelfrei mit ja, einem Grundfärbemittel, damit man schon mal ein bisschen die Farbe hinkriegt. Was braucht man? Ja, Handschuhe tragen, auch wenn man es draußen macht, Mundschutz tragen, eine Schutzbrille tragen, eine Waage zum Abbiegen, ein bisschen was zum Rühren. Ja, und dann anschließend, wenn ich das Ganze das erste Mal eingestrichen habe, werde ich auch gleich noch ein bisschen Sand drauf streuen, damit ich schon mal ein bisschen rauere Oberfläche habe, um das Ganze dann hinterher das zweite Mal dann zu beschichten. Los geht's! We'll be right back.
So, hier sehen wir mal die gestern schon mal erst vorbeschichtete Platte. Also einmal Epoxid und ein bisschen Sand, damit die Griffigkeit besser ist, damit die zweite und dritte Lage besser passt. So sieht ja das Ding original aus. Und hier nochmal, ja, so ein paar Farbvarianten. Das ist hier zwei, dreimal mit Epoxid und besandet. Also das ist genauso knüppelhart. Und genau deswegen nutze ich das Raptor-Material dann lieber doch nicht mehr. Ja, jetzt geht's weiter. Draußen bei dem schönen Wetter die restlichen Platten erst beschichten. Und danach wird es dann interessant, wie man das Ganze dann hinterher farblich strukturiert. Jo, der erste ist wieder geschafft. Sieht man, erste Schicht Epoxid, ein bisschen besandet. Sieht man den Unterschied, glaube ich, ganz deutlich. So. Und danach dann halt noch ein paar Schichten und ein bisschen Farbe. Aber ich denke, das ist schon ganz schick geworden. Bei dem schönen Wetter macht das Ganze auch richtig Spaß. Jo, so, die drei Platten sind fertig. Zumindest ja mit dieser Erstgrundierung. So, ganz schick geworden. Jetzt kann es bei dem schönen Wetter trocknen. Dann geht's weiter. Ja, der Mangrovenbaum ist jetzt zum ersten Mal mit Epoxid und Sand beschichtet und Farbe natürlich schon mal ein bisschen. Boah, sieht schon ganz witzig aus. Müssen wir da mal gucken. Noch zwei, drei Schichten oder vielleicht vier. Ich habe dummerweise so viel Epoxid gekauft. Ja, da habe ich noch ein bisschen was zu streichen. Gut, das war die erste Lage. Ist jetzt getrocknet. Zweite Lage oder zweite Mal Epoxid ist angemischt. Jo, jetzt wird der Baum das zweite Mal mit Epoxid bestrichen und bekommt diesmal eine Lage Spielkastensand. So, Ivi, was sagst du? Er kann losgehen, aber erst zeig mal das Witzige an dem Baum. Okay, wir müssen unbedingt zeigen, da haben wir leider eine kleine Biene mit eingefangen, die wird jetzt hier mumifiziert. Okay, dann lass uns mal starten. Zweite und dritte Lage ist drauf und trocken. Und jetzt kommt die finale Lage. Und jetzt kommt was Interessantes. Hier ist ein Stein, das ist so die Richtung, wie ich die Steinfarbe haben will. Passt ganz gut mit dem normalen Spielkastensand. Und das sind ja die Korkröhren, die jeder kennt. Also muss ich jetzt versuchen, den Baumstamm ungefähr in die Richtung zu bekommen. Wir haben hier schon mal. Wir haben verschiedene
verschiedene Farben von Sand. Und aus diesen verschiedenen Farben haben wir jetzt schon Farben gemischt, die der Sache schon recht nahe kommen. Hier muss ich gleich noch mal ein bisschen dunkleres reinmachen. Ist ganz einfach. Ein bisschen Schwarzes dazu. So, ein bisschen. Ja, geh doch weg, eben, wenn du da mitten in den Qualm stehst. So, hier noch mal ein bisschen dunkleres. So, weil ich ja hier nicht mit Farben arbeite, sondern wirklich nur mit reinem Sand, muss ich mir so behelfen. Aber ich glaube, das kommt der Sache schon ganz gut nahe. So, so ungefähr. Jo, und jetzt werde ich klares Epoxid anrühren, das aufstreichen und dann halt das mit diesen Farben besanden. Okay. Gut, hier liegen meine ganzen Platten. Ja, hier sieht man noch mal die ganzen Rückseiten. Die habe ich auch zweimal mit Epoxy versiegelt. Die Vorderseiten sind drei oder viermal mit Epoxy und Sand versiegelt, also absolut wasserdicht. So, und dann lasst uns das Ganze mal ins Terrarium bauen. Ja, leider ist die Kamera ausgegangen, aber es ist ja nur ein Zusammenstecken der Platten. Das haben wir ja schon ein paar Mal gesehen in meiner ganzen Baudoku. Ja, hier die Platten um den Teich. Wie gesagt, die sind entnehmbar, weil sollte ich da ein Quarantänebecken draus machen, kann ich die rausnehmen. Und drunter ist es ja versiegelt. Ja, hier der Baum, oben wieder der Lüfter. Das Loch ist für den großen Stamm, der einmal diagonal hier rüber geht. Hier unten habe ich einfach mal so spaßeshalber schon mal die Korkröhre hingestellt, die ja auch eine Wurzel imitieren soll. Ja, da hinten ist die andere Wurzelseite. Hier, ja, die Lücken, wenn ich das alles zusammen mache richtig, Klötze drunter, wird das mit Silikon und Sand noch versiegelt. Da ist der Eingang der Höhle. Gucken wir uns mal die andere Seite an. Da sieht es, glaube ich, noch schicker aus. Wie gesagt, die Korkröhre steht hinterher natürlich auf dem Bodengrund. Das habe ich jetzt nur mal so hingestellt. Ja, da hinten, wie gesagt, die geformte aus Schaum und hier die echte. Ja, kommt farblich einigermaßen an die Sache ran. Ich denke, ist ganz schick geworden. So, hier nochmal so ein kleiner Blick über den Teich. Ja, das ist das Projekt. Rückwandbau fertig. Ja, dann geht's weiter. Ja, das soll es gewesen sein mit dem Rückwandbau. Hier ist Even, fertig mit Homeschooling. Ja, Woody ist auch noch am Start. Ja, nur noch mal ein kleines Resümee. Ja, was wollte ich machen? Beschichten mit Raptor. Ja, haben wir jetzt nicht gemacht. Wir haben es jetzt auf diesem Weg gemacht. Es ist sehr, sehr, sehr zeitintensiv. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal so machen würde. Ja, der Riesenvorteil, ihr seht es ja hier, das Ding ist ganz leicht. Man kann alle Platten rausnehmen. Warum ich das auch so machen will, zeigen wir gleich nochmal hier drin. Für die Leute, ja, haben mir auch einen guten Tipp gegeben, Mensch des Kinders, das ist auch rau wie Sandpapier. Ich habe mir hier natürlich auch ewig Zeit gelassen, das auch noch nachzuschleifen. Also hier kann man, also ich blute nicht, das kann man anfassen, alles ist gut. Das ist eine Menge Arbeit gewesen. Für ein normales Terrarium, für normale Größe würde ich wahrscheinlich auch wieder diese Variante mit Fliesenklebern machen. Ja, aber hier mobile Variante, so wie es haben will, hat funktioniert. Ist langwieriger gewesen. Ja, gucken wir mal einmal ganz kurz, Ivi, springen wir mal ganz kurz einmal zum Terrarium. Ne? Hier nochmal ganz kurz auch nochmal ein Grund, warum das Ganze mobil sein soll. Wuppdiwupp.
habt ihr so noch nicht gesehen. Also hier auf dieser Seite seht ihr, ist die Platten auch ganz normal mit zweimal mit Epoxid versiegelt. Hier ist dann quasi die Trennung, vorsichtig, hier ist die Trennung. Warum nochmal das Ganze, zeige ich auch nochmal in so einem Video. Hier kommt eine Trennwand rein, falls ich ganz kleine Tiere bekomme, wird das meine Quarantäneseite. Es wird kein Wasser drin sein, es wird nur eine kleine Wasserschale sein. Hier oben wird einfach nur eine Papierunterlage, somit kann ich hier wunderbar eine Quarantäne durchführen. Und dadurch, dass ich hier auch dann die Trennwand, hier wird eine Trennwand reinkommen, hier wird unten kurz übergangsweise foliert werden, dass da das Tier keinen Stress hat, wird also das reine weg, das Quarantäne-Terrarium werden. Das war ja auch mir wichtig, dass ich das kombinieren kann. Ja, und hier drüben auch die Geschichte der Baum. Seht das nicht als fertiges Projekt an. Wie gesagt, hier kommen die Äste rein, hier kommen unten noch dünne, kleine, Wurzeln, so eine Aquarienwurzelteile, dass das aussieht wie ein Mangrovenbaum. Und er wird im größten Teil wird er noch mit Moos bepflanzt. Also da wird man auch viel hinterher nicht mehr von sehen. Ja, das war das Ganze. War eine lange Geschichte. Ivi, ich glaube, wir starten weiter. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Tschö. Aber da sind wir immer noch nicht weg. Eine Sache ist immer noch wichtig. Abonnieren nicht vergessen. Und die Glocke aktivieren. Genau, dann können wir immer weitermachen mit unserem Bau. Und Ivan braucht später irgendwann nicht mehr arbeiten, sondern ist ein Millionen-YouTuber. Mm. Dafür machen wir das alles. Ja. Genau. Okidoki. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Tschüss.